So, gehen wir mal noch zu Thorium als alternativen Brennstoff. Über Uran haben wir jetzt viel gesprochen. Und dass Uran knapp wird, liegt ja nur daran, dass uns das Uran-235 irgendwann ausgeht, weil es keinen Sinn macht, niedrige konzentrierte Erze dafür aufzubereiten, um dann nur 0,7% der Ressource dann noch sozusagen daraus zu gewinnen. Das wird irgendwann unlukrativ. Achso, da hätte ich vielleicht noch erwähnen können. Es gibt auch noch andere Sachen als das Uran-Mining. Wenn wir nicht den Atommüll selber verwenden, den wir hier einsetzen, lösen ihn dann hier auf, müsste man noch sozusagen den Sauerstoff abtrennen. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber ist machbar. Und dann können wir sozusagen direkt hier einsteigen, um Atommüll abzubauen, weil die Dinger können ja eben durch das schnelle Spektrum unseren Atommüll abbauen. Aber selbst wenn wir das nicht machen wollen, oder weil wir keinen Atommüll mehr haben, oder warum auch immer, könnten wir, weil die hier 100% von unserem Uran praktisch nutzen können, auch auf andere Gewinnungsformen übergehen, zum Beispiel die Meerwasser, der Gewinn von Uran aus Meerwasser. Da haben die Japaner ein sehr schönes System entwickelt. Die hängen spezielle Kunststofffasern einfach ins Wasser rein und das Uran lagert sich an die Dinger an. Und da bauen die jetzt, nächstes Jahr beginnen sie, glaube ich, eine Extraktionsanlage, wo sie auf 100 Quadratkilometern einfach nur solche Kunststoffschnüre, Kunststoffmatten ins Wasser hängen. Und die hat eine Leistung von, oder eine Extraktionsleistung von 1250 Kilogramm Uran pro Jahr aus dem Meer zu extrahieren. Es sind 1030 mal 30 Kilometer etwa geplant als Pilotanlage und zieht 1200 Tonnen aus, nicht Kilogramm. Habe ich Kilogramm gesagt? Ja. Entschuldigung, 1250 Tonnen. Ja, Faktor 1000 ist ja nichts. Okay, 1250 Tonnen. Und das ist eine riesige Menge. Ich meine, damit können die ganz Japan komplett alleine mit Uran versorgen. Und wenn wir rechnen, dass über 30.000 Tonnen Uran pro Jahr durch Flüsse nur ins Meer geleitet werden und wir auch ständig Uran ins Wasser eintragen durch schwarze Raucher und ähnliches, durch die Kustenbewegungen in den Ozeanen und ähnliches, ist das eine nahezu unerschöpfliche Ressource für den Abbau. Okay, als kleiner Exkurs. Aber selbst wenn uns das Uran ausgehen sollte und wir auch nicht mehr Oberflächengestein wie Granit aufschmelzen wollen, wo auch überall Uran drin ist, weil das Uran wurde ja gebildet, bevor sich unser Sonnensystem gebildet hat. Und damit ist es in allen Gesteinen praktisch fast vorhanden, irgendwie, auch wenn in unschwankenden Konzentrationen, können wir immer noch Thorium nehmen. Thorium, haben wir ja schon gesagt, es ist 5000 mal häufiger als Gold und im 36 häufigste Elemente der Erdkruste, in jeder Tonne Gestein ist etwa 6 Gramm Thorium drin. Hat kaum wirtschaftliche oder technische Anwendung. Man braucht ein bisschen was im Flugzeug bauen, man braucht ein bisschen was früher für Campingkocher, Campingbeleuchtung und ähnliches, um die Flammen heller zu machen. Es ist ein Nebenprodukt bei der Gewinnung von seltenen Erdmetallen, beispielsweise für 3 Kilowatt Windenergieerzeugungsanlagen fallen bereits 1,3 Tonnen Thorium auf, wo kein Mensch weiß, was man mit dem Zeug machen soll. Um mal eins kurz anzumerken, wenn man die 1,3 Tonnen Thorium, die beim Bau einer 3 Megawatt Großwindkraftanlage anfallen, in dem Reaktor, den er gleich noch vorstellen wird, verheizen würde, dann würde man so viel Energie daraus ziehen, dass die 3 Megawatt Windkraftanlage über einen typischen Capacity Factor von 30% 1400 Jahre lang arbeiten müsste, um die gleiche Energiemenge herzustellen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wohin steht das? Wir brauchen für Windkraftanlagen ziemlich viel, beispielsweise Neodym und ähnliches. Gut, es gibt auch welche ohne. Aber um die Magnete für solche Anlagen zu nehmen, werden gerne seltene Erden eingesetzt. Und bei dem Abbau von solchen seltenen Erdensachen fällt Thorium als Abfallprodukt an. Und wir haben Thorium da. Punkt. Wir haben 500.000 Tonnen in Amerika eingelagert, wo sie nicht wissen, was sie mit dem Zeug machen sollen. Und ähnliches. Es wird für nichts verwendet, technisch. So, aber in einem Kilogramm Thorium haben wir so viel Energie drin, wie in 200 Kilogramm Natururan oder wie in 3,5 Millionen Kilogramm Kohle. In einem Kilogramm Thorium. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist ein schwacher Alpha-Strahler. Die kleine Kugel, die man ohne weiteres, ohne Schutz in der Hand halten kann, reicht im Prinzip von der Energiemenge für ein ganzes Menschenleben aus.
So, es ist ein Brutreaktor in dem Sinne, dass wir also unser Thorium-232 einsetzen, mit Neutroneneinfang Uran-233 erzeugen und das dann verbrennen. Das Schöne an, der ganzen Geschichte ist, sowohl bei diesen Reaktoren als auch bei denen können wir dieses intermediäre, spaltbare Material in einer relativ geringen, konstanten Konzentration halten. Weil wir erbrüten ja immer neues Material und dann erzeugen wir einfach genauso viel, wie wir auch gerade für den Betrieb verbrennen wollen. Weil, außer wir wollen mehr erzeugen, um beispielsweise einen neuen Reaktor damit zu starten. Das heißt, wir erzeugen damit nicht beliebig viel neues Plutonium, wenn wir das nicht wollen. Wir haben nur so viel spaltbares Material gerade drin, wie wir es für den Dauerbetrieb brauchen. Und es ist ein komplett anderes Design als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Er arbeitet bei noch höheren Temperaturen, also da sind wir bei über 800 Grad Celsius und ist ebenfalls ein Reaktor, der bei Normaldruck arbeitet, also einbar. Er hat gar keine Brennstäbe und er hat auch kein Wasser im System. Das funktioniert dadurch, dass wir sowohl als Kühl, als Wärmetransport, als auch Material ein Flüssigsalz zur Verwendung nehmen. Hier drüben haben wir also Lithiumfluorid und Beryllium-Fluorid als eigentliches Trägermaterial und haben jetzt unser Uran-233 als Fluorid bzw. das Thorium als Fluorid drinnen gelöst und unter 400 Grad Celsius ist es also so ein Festkörper und darüber ist es einfach so eine Flüssigkeit. So, das ist im Prinzip das Reaktordesign, das ist jetzt ein bisschen besser ausgearbeitet als das, was ich hier drüben habe. Ich erkläre es nicht in Gänze. Das ist ein Zweikomponentensystem, was ich vorstelle. Es gibt auch ein Einkomponentensystem, aber das Zweikomponentensystem erklärt sich ein bisschen schöner. Wir haben aus irgendwelchen Gründen, starten wir mal mit Uran-233 oder zu Uran-235 aus einem Leichtwasserreaktor oder was auch immer und packen den hier in den inneren Reaktorkern. Der ist die einzige Stelle, wo die Geometrie des Reaktors so gewählt ist, mit Reflektoren und was auch immer, dass wir hier einen relativ hohen Neutronenfluss haben. Außen, ringsrum, haben wir diese zweite Kammer, in der wir unser System haben, wo hauptsächlich das Thorium drin ist. Neutronen, die also hier nicht für die Kernspaltung mehr benötigt werden, dringen also in dieses sogenannte Blanket ein und werden vom Thorium aufgenommen, schirmen also sozusagen den Neutronenfluss nach außen gleich ein bisschen mit ab und erzeugen erst das Protactinium und danach das Uran-233 in diesen Verfallsschritten. So, dann geht das Ganze automatisch in eine chemische Aufbereitungsanlage. In dem Fall haben wir jetzt mal hier den Kreislauf gezeigt für die Trennung von Uran und Thorium. Das kann, funktioniert relativ einfach. Weil durch Zugabe von Fluor kriegen wir das Uran ins Uranhexafluorid, das ist ein Gas. Das können wir damit abziehen aus der Flüssigkeit, können das Ganze wieder reduzieren und können dann das Uran für den inneren Kreislauf sozusagen aufkonzentrieren. So, und führen das Ganze also hier wieder zurück und haben jetzt unseren Kreislauf, der aus einem flüssigen Salz besteht, in dem wir ständig neuen Spaltstoff nachproduzieren aus unserem fertilen Material. Dieses Salz geht dann in einen ersten Wärmetauscher, wo wir einen zweiten Salzkreislauf mitbetreiben und geht danach wieder hier zurück, wobei es hierbei an einem sogenannten Freeze Plug vorbeigeht. Das ist eine Stelle im System, die ständig gekühlt wird. Das ist also ein großes Kaltluftgebläse davor. Und die hält das Salz an der Stelle immer gefroren. Wenn das System also aus irgendeinem Grund Strom ausfallen sollte oder notabgeschaltet werden muss oder ähnliches, fällt diese Kühlung hier aus. Damit schmilzt dieser Pfropfen auf und der ganze flüssige Reaktorinhalt wird in Tanks unterirdisch, das sind also relativ flache Tanks, abgelassen, wo er passiv auskühlen kann, einerseits Konvektion, andererseits große Fläche. Und die große Fläche sorgt dann also dafür, dass die Neutronen, die noch durch den Nachzerfall frei werden, eben nicht für weitere Reaktionen zur Verfügung stehen, sondern nach außen abdrehen. Und dann kühlt das ganze System von alleine ab.
und kann später wiederverwendet werden, aufgeheizt werden, hochgepumpt und kann dann den Reaktor neu starten. Wir haben, wie gesagt, keine Brennstäbe. Das, was wir hier haben, ist hier ein Moderatorkern, den wir hier drin haben. Den kann uns also sowohl in einem langsamen Neutronenspektrum als auch im schnellen Neutronenspektrum fahren. Und spaltet nun unser Uran-233 und erzeugt damit die Wärme. Dieser zweite Kreislauf ist ebenfalls ein Salzkreislauf. Da haben wir also auch unser Lithium-Beryllium-Fluorid drin, sofort. Und natürlich ohne die radioaktiven Komponenten. Und das Ganze geht in diesem Kreislauf, dann wird dann dazu benutzt, ein Gas, zum Beispiel Helium oder Kohlendioxid, auf unsere rund 800 Grad Celsius hoch zu erhitzen. Und damit betreiben wir dann Turbinen nach dem Brayton-Prozess und ähnlichem. Und dadurch, dass wir so hohe Temperaturen haben, haben wir einen deutlich höheren Wirkungsgrad als bei den normalen Leichtwasserreaktoren, wo wir ja nur mit 200 noch was Grad Celsius arbeiten. Und die solche Turbinen hier, sagt dann die Physik, die können mit Wirkungsgraden von bis zu 50%, so noch ein bisschen darüber dann betrieben werden. Die sind also deutlich effizienter. Hat aber noch einen weiteren Vorteil dadurch, dass wir so hohe Hitze an dem System haben, können wir Prozesse daran betreiben für die Kühlung von dem ganzen System in gewisser Weise, die vorneweg in deutlich höheren Aktivierungsenergie brauchen. So gibt es beispielsweise das Schwefelsäure-Jod-Verfahren, das läuft so ab ungefähr 500 Grad Celsius ab, was man eventuell daran koppeln könnte. Das ist, wie gesagt, alles noch ein bisschen in der Forschung, dass man solche Bestrebungen hat. Und das ist dazu in der Lage, ab Temperatur von 500 Grad katalytisch Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff wieder zu spalten. Da braucht man also keine Elektrolyse dafür und würde den Strom dabei verbrauchen, sondern wir können damit effektiv Wasserstoff erzeugen. Das klingt jetzt sehr unspektakulär, aber wenn wir beispielsweise daran denken, dass es noch katalytische weitere Kreisläufe gibt, die Wasserstoff dazu einsetzen können, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu binden zur Methanolproduktion, dann ist das wieder eine ganz interessante Sache. Oder man kann die Abwärme dazu benutzen, Wasserentsalzung zu betreiben, um Effizienzwasser als Entsalzung zu betreiben, für Süßwassergewinnung und Landwirtschaft und ähnliche Sachen. Ja, du hast eine Frage. Genau, und zwar nur zum allgemeinen Verständnis. Der grüne Kreislauf ist flüssiges Salz. Ich sag mal, in dem, ich sag mal, das Thorium 233 gelöst ist. 232. Moin. Das Thorium ist... Entschuldigung. Dann ist es das... Thorium 233 ist auch drin, aber das hat nur eine Halbwertszeit von 22 Minuten. Nein. Im grünen Kreislauf, ja, ist dann Uran 233. Genau, das ist in dem inneren Kreislauf hier. In flüssigem Salz gelöst. Genau. Und wird gekühlt von einem flüssigen Salz, in dem kein Uran 233 oder drin ist. Oder nur wenig. Und das wiederum kommt in einen dritten Kreislauf, in dem Gas sozusagen erhitzt wird. Das kommt dann in diesen Kreislauf, sozusagen Wärmetauscher, die sind nicht verbunden. Hier ist gar kein radioaktives Material drin. Ja. Und das kommt dann in diesen Sachen, wo es das Gas erhitzt wird. Okay. Und das Thorium, das ist außen. Hier. Und ich sag mal, wird durch die Neutronen, durch den Zerfall von Uran-233, ja, umgewandelt zu Uran-233 hier außen, was wir dann abtrennen müssen, in den inneren Bereich packen und dann hier verbrennen können. Okay. Gut. Ich habe hier eine Frage zu dem Natrium. Und zwar, das ist ja, wenn welches es, Natrium? Also überhaupt, oder auch zu dem Salz da, das dann bei unter 400 Grad oder so fest wird. Hm? Wie stehen denn die Chancen, dass an der ganze Krempel einfriert und man alles auseinandernehmen muss? Wenn es einfriert, ist das, ja, dann ist das ärgerlich in dem Sinne, dass man es wieder heiß machen muss, um es zu verflüssigen. Dann haben wir aber kein Problem mit der Reaktorstabilität. Nee, aber zum Beispiel die ganzen Leitungen oder so, die sind ja dann festgefroren. Dann muss ich ja Wärmegebläse. Gibt es Wärmegebläse, die man wieder hochkriegt? Macht das wieder heiß.
Das ist natürlich, die Reaktoren sind so gebaut, dass man das machen kann. Weil man muss es ja erstmal das System auf Betriebstemperatur kriegen, das ist also im Reaktordesign vorgesehen, wenn man das Ding stoppen will. Ja, okay. Dann habe ich noch eine Anmerkung zu dem Wasserstoff, und zwar in Nürnberg an der Uni oder am Institut, da habe ich letztens einen Vortrag gehört, da gibt es eine interessante, sehr interessante Forschung zur Wasserstoffverwertung. Mit so zwei Trägerstoffen, die man dann in so einen Tank füllen kann, um dann das Wasser, den Wasserstoff da drin zu binden und dann auch wieder rauszuholen. Dafür könnte man so einen Wasserstoff verwenden. Ja, Wasserstoff hat sehr viele Möglichkeiten, lässt sich aber relativ schlecht speichern. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr neue Forschung, die haben das. Eine gute Möglichkeit wäre aber, wie gesagt, Methanolproduktion. Weil damit könnten wir einen großen Teil von unseren fossilen Brennstoffen, den wir beispielsweise für unsere Automobile und so weiter brauchen, gut ersetzen und könnten damit sozusagen eine relativ kostengünstige Möglichkeit haben zur Distribution von Energie. Ja? Du hast gerade gesagt, dass Uran-233 wird verbrannt. Ja. Wie? Also ja, gut, hier haben wir eine hohe Neutronendichte. Mit einer normalen Flamme ja sicher nicht. Nein, verbrennen im Sinne eines Reaktors bedeutet, wir beschießen es mit Neutronen, dass wir einen Zerfall induzieren. Wir haben hier drin eine Kettenreaktion, die damit abläuft in dem Uran-233. Dann bilden sich die Spaltprodukte, die wir chemisch hier an dem System abtrennen können, weil es flüssig ist. Und damit erzeugen wir sowohl die Wärme als auch die neuen Neutronen, die wir brauchen, um neuen Brennstoff zu erzeugen. Und inwiefern ist dieser Reaktor, in dem das Uran-233 verbrannt wird, anfällig? Das ist kein eigener Reaktor, das ist ein Teil. Wir sind effektiv von einer Graphitschicht sozusagen voneinander getrennt. Es gibt auch ein System, wo die beiden Kammern gar nicht getrennt sind, sondern das Ganze in einer Phasendiagramm ist. Die Frage, die ich gestellt habe, wie er anfällig ist. Das ist ein flüssiges System. Der hat also die Eigenschaften, es ist ein flüssiger Reaktor, es ist im Salz gelöst, also der Reaktor mit flüssigem Brennstoff sozusagen betrieben, ist im Salz gelöst, nur hier drinnen läuft die Kettenreaktion ab. Wenn die Stoffe heiß sind sozusagen, oder diese Zone verlassen, verfolgt nur noch Spontanzerfall, Nachzerfallswärme, und die wird genutzt, um das ganze System anzutreiben. Nochmal die Frage, wie anfällig ist das System für Störungen? Welche Störungen meinst du? Ich habe gerade Uran-233 gegoogelt. Ja? Ich bin Jurist, ich verstehe davon nicht so viel, aber da steht eine Halbwertszeit von 160.000 Jahren drin. Ja. Weil das ist jetzt nicht so der sympathische Stoff anscheinend. Ja, wieso? Die wollen ja auch nichts für 160.000 Jahre lang aufbewahren. Nee, aber du erzeugst in dem Reaktor. Ja, aber wird ja auch in dem Reaktor verbraucht. Ja, oder auch nicht. Wieso, oder auch nicht? Wenn das Ding eine Störung hat, dann wird es eben nicht verbraucht, dann ist es da. Was? Das verstehe ich jetzt. Gut, selbst wenn wir das Zeug haben, wir können jetzt die Uran-235 zur Not auch in anderen Reaktoren verbrauchen. Und wenn die ihr aber nicht mehr haben wollt. Zum Beispiel im ISR können wir den verbrauchen. Ich erinnere mich, die Leichtwasser sollen weg sein. Ja, aber Uran-233 könnten wir auch in so einem ISR verbrennen, wenn wir das wollen. Oder in einem anderen Reaktor dieses Typs. Wenn diese ganze Flüssigsalzgeschichte auskühlt, ja, fest wird, ist das komplett problemfrei. Das ist komplett problemfrei. Also Uran-233, was für Nachteile hat dieses Design? Es hat natürlich Nachteile, weil wir ein flüssiges System haben. Wir haben, wenn wir zwar eine Beschädigung hier dran haben, haben wir keinen Druckunterschied, aber natürlich verhalten sich Flüssigkeiten wie Flüssigkeiten. Das muss also im Bau eines Reaktorgebäudes und so weiter berücksichtigt werden. Das ist eine technische Lösung, ja. In dem Sinne haben wir natürlich Probleme technischer Natur, aber die, denke ich, sind im Prinzip lösbar. Die Sache ist, dass es ja tatsächlich Leute gibt, die der Meinung sind, dass wenn sich diese Salzlösung auskristallisiert, ja, dass es zu kritischen Massen führen kann. Und dass diese kritischen Massen natürlich eine außerordentlich unsympathische Geschichte sind, wie wir das von kritischen Massen so kennen. Das
Das ist so eine andere Expertenmeinung, die an dieser Stelle jetzt nicht nur nicht zu tragen kam, sondern auch auf explizite Rückfrage geleugnet wurde. Es wäre schön, darf wenn du versuchst, auch bei expliziter Rückfrage. Ich wollte mich gerade fragen, welche Quelle das ist, weil von der habe ich noch nichts gehört. Das höre ich heute zum ersten Mal. Ich weiß jetzt nicht, wo du sie hast. Ist halt der Wikipedia-Artikel zum Flüssigsein. Gut, ja, Wikipedia ändert sich ständig. Ich habe den Wikipedia-Artikel schon mehrfach gelesen. Dann müsstest du doch auch wissen, wo das steht, wenn ich ihn schon mehrfach gelesen habe. Darf ich was dazu sagen? Entschuldige, ist grotesk, aber also, wir machen weiter. Nein, also dieser Punkt ist in keinem der wissenschaftlichen Paper aufgetaucht, die ich gelesen habe. Ich habe beispielsweise das Originalpaper von der Atomaufsichtsbehörde der USA, wo der Reaktor beschrieben ist, der Testreaktor aus den 70er Jahren, aus den 60er, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, das habe ich zum Beispiel gelesen, und da wird das beispielsweise nicht angesprochen. Ich habe mich also eher mit der Primärliteratur und weniger mit dem Wikipedia-Eintrag befasst. Den habe ich mal überflogen, ob da sinnvolle Sachen drin stehen. Die Wasserstoffproduktion. Ja. Ist kein zwingender Bestandteil, aber. Also, ist kein zwingender Bestandteil, das heißt, es ist ein extra Aufwand, der getrieben werden muss, um den Wasserstoff zu produzieren. Der betrieben werden kann, wenn man das will. Man kann natürlich auch die Hitze anderweitig nutzen. Mhm. Weil wir können beispielsweise ja, um das ganze System nicht zu unterkühlen, brauchen wir immer noch, also als Untertemperatur 400 Grad Celsius, damit das Salz flüssig bleibt. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Temperatur, die wir auf dem Level sowieso konstant halten, von der Produktion der Wärme hier nicht für andere Prozesse genutzt werden kann. Ja. Da war dann, wie gesagt, das Schwefelsäure-Jod-Verfahren, was mir als Chemiker da einfällt, oder die Düngemittelproduktion, Haber-Bosch-Verfahren, und wo man Luftstickstoff einsetzt zum Düngemittel produzieren, die Wasserentsalzung und ähnliches. Also es gibt, teilweise würde sich so ein System wahrscheinlich auch für energieaufwendige Systeme lohnen, die einfach nur die Hitze benutzen, weil sie sonst eigentlich Strom einkaufen, um Hitze zu erzeugen. Nee, ich frage, weil du halt eben zweimal die Methanproduktion angebracht hast, die ja Methanol. Ah, okay. Dann habe ich da nicht aufgepasst. Entschuldigung. Gut. Aber ich will noch ein bisschen was zu den Sachen sagen. Fragen würde ich vielleicht noch ganz gerne zum Schluss machen. Weil ich glaube, wir sind schon ein bisschen langsam. Es ist ein bisschen zäher gewesen, als ich dachte. So. Wir haben jetzt einiges dazu gesagt. Achso, dadurch, dass wir hier in unserem Salzsystem sind und kein Wasser in dem System haben, was unsere Neutronen teilweise wegfängt, haben wir hier eine relativ gute Neutronenausbeute. Statt den 250 Tonnen Uran, die wir in unserem Normalreaktor haben, teilweise deswegen, weil wir das ja anreichern mussten, reichen wir hier mit einer Tonne Thorium aus für den Reaktor gleicher Leistung. Dementsprechend sind natürlich die Mengen an Uran-233, die zu jedem Zeitpunkt in dem Reaktor sind, deutlich weniger als die Mengen an spaltbarem Material, was wir in einem Leichtwasserreaktor vorrätig haben. Von daher finde ich kann ich natürlich nichts zu deiner Quelle sagen, aber wir haben auf alle weniger spaltbares Material da drinnen. Und wenn die Neutronen Ausbeute runtergeht, weil die Geometrie angelegt ist, dass die Neutronen eben nach außen entweichen, wenn sie noch gebildet werden, dann sind die Dinge also ziemlich sicher und unkritisch. Wenn man das Ganze gar nicht mit einer Kettenreaktion machen möchte, sondern das Ganze so fahren möchte, dass man in jedem Zeitpunkt eine unterkritische Situation hat, kann man die beispielsweise ergänzen mit einem Neutronengenerator. Da bieten sich beispielsweise Fusionsreaktoren an. Das sind also nicht ITER und sowas, sondern es gibt portable Neutronengeneratoren auf Fusionsbasis von Deuterium. Die sind zwar nicht energiepositiv, das heißt die Energie, die da frei wird, nützt uns nichts zur Energieerzeugung per se, weil wir müssen mehr Energie reinstecken, als rauskommen. Die produzieren aber Neutronen. Und dann können wir die beispielsweise mit sowas kombinieren und dazu benutzen, die Reaktion sozusagen immer anzuschubsen, um zwischenzeitlich spaltbares Material zu produzieren, was wir dann verbrennen. Aber selbst ist die Situation immer unterkritisch. So, wir haben ein bedarfsgerechtes Erbrüten von Uran-233, da bin ich gerade eingegangen.
Wir haben eine Neutronenabschirmung durch das Thorium-232 Blanket ein bisschen. Und Entnahme und Zugabe von Stoffen ist während des Betriebs relativ einfach möglich. Wir haben also nicht das Problem der Neutronenvergiftung durch Xenon und Ähnliches, was wir teilweise in Leitwasserreaktoren haben, weil die können wir chemisch aufgrund eines flüssigen Systems ziemlich gut abtrennen. Genauso die Spaltprodukte. Und dann können wir das spaltbare Material so lange im System drinnen lassen, bis wir es praktisch vollständig verbrannt haben. Dazu kommt noch, dass wir eigentlich keine oder kaum Transurane produzieren, weil um zum ersten Transplutonium sozusagen zu kommen, müssen wir bereits über 5 Neutronen mit demselben Atom absorbiert haben, um dort hochzukommen, weil Thorium steht weiter rechts im Periodensystem, hat ein leichteres Atomgewicht und müsste erst zum Uran, dann muss das Uran hoch, das Uran zerfällt wieder, dann muss man es mehrfach, läuft das sozusagen fast im Kreis und kommt dann irgendwann beim Plutonium an. Das ist also eine sehr, sehr unwahrscheinliche Sache, weil die Neutronendichte nun nicht so hoch ist, dass das so häufig eingefangen wird. Es entstehen also von vornherein praktisch kaum Transurane. So, die Salzschmelze ist ein sehr guter Wärmeleiter und kann auch mit direkter Konvektion betrieben werden. Wir haben hohe Temperaturen, die unsere Turbine einen guten Wirkungsgrad erzeugen. Wir haben die Abwärme, die man vielfach nutzen kann. Wir haben die selbstständige Temperaturregulierung durch Ausdehnen und Zusammenziehen der Salzschmelze. Und da ist noch ein Tippfehler, das muss 400 Grad Celsius sein. Es ist chemisch stabil, das Salz. Es ist nicht brennbar und reagiert weder mit Wasser noch mit Luft. Natürlich sollte man, wenn dann einmal ein Leck irgendwo ist, das Ganze nicht mit großen Mengen Wasser oder ähnlichem machen, weil die sind zwar unlöslich, aber dann haben wir natürlich immer noch eine Kontaminierung. Aber das ist nun mal überall so. Ist also eins der Probleme bei dem ganzen System, dass ein Salz zumindest teilweise löslich ist. Gut, aber das heißt, dass das bitte? Erstmal weg ist, dann löst es sich mit ins Grundwasser. Nein, das ist also relativ unlöslich, sind die Dinger. Aber beispielsweise Beryllium ist giftig und ähnliche Sache. Und da haben wir natürlich noch die Radiotoxizität. Also normalerweise überflutet man keine Kernkraftwerke absichtlich. Aber wir reden ja momentan auch über Risiken und da sind ja eben auch Sachen, die muss man eben auch Sachen berücksichtigen, die im normalen Betrieb nicht passieren. Ja, es ist drucklos. Wir haben also selbst, wenn wir eine Leckage haben, normalerweise keine großräumige Verteilung, weil wir nichts rausreißen. Durch den Freeze-Plug und die Passivkühlung sind die Systeme also inhärent sicher. Der Testreaktor wurde beispielsweise standardmäßig dadurch runtergefahren, dass man den Stecker von der Kühlaggregat gezogen, Kaltluftkühlung sozusagen gezogen hat. Und dann sind die einfach, ist es sozusagen in die Tanks und rausgelaufen. Und das war deren Standardmethode, um das Ding runterzufahren. Das war nur ein Ding. Passiv gekühlt war auch die. Das sind beide Passivkühler. Die sind beide Passivkühler. Das ist also eine der Sachen, die wir ganz dringend bei Reaktoren fordern, dass die Passivkühler sind, damit wir nicht aktiv irgendwo Energie reinstecken müssen und nicht keine Leute vor Ort sein müssen, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Das heißt, das ist eine unserer Kernforderungen. Und der Herd ist aus. Weggehen und der Herd ist notfalls aus, ja. So, und hat damit, fährt also runter ohne menschliches Eingreifen und hat damit eine verbesserte Sicherheit. Es ist also nicht so, dass die Dinger sicher sind, weil wir eine Pumpe so konstruiert haben, dass sie ständig läuft. Das kann immer ausfallen. Die Dinger sind also dadurch sicher, dass wir sie physikalisch so angelegt haben, dass wenn was schief geht, sie normalerweise in einen Zustand überführt werden, in dem sie sich selbst abschalten. So. Normalerweise. Bitte? Ich höre immer normalerweise, ich bin Jurist, ich denke an den Nicht-Normalfall. Ja, gut, der Nicht-Normalfall, dass man das gesamte Reaktorgebäude zerstört aus irgendeinem Grund, den kann ich natürlich nie ausschließen, weil das ist ganz klar, wenn etwas auftritt, was die gesamte Anlage kaputt macht, dann haben wir kontaminierte Umgebung. Dann haben wir kontaminierte Umgebung, aber wir haben hier keine Explosion aufgrund von Druckgefällen. Kann die Anlage sich auch selbst zerlegen? Nein, das ist eigentlich keine Unterschied. Die Turbine kann Lagerfresser kriegen und. Ja, eigentlich. Welche Turbine kann nicht neben dem Reaktor? Okay, als Wissenschaftler darf ich sagen, es ist nichts auszuschließen, aber unter allen mir bekannten Bedingungen sage ich nein. Also, Entschuldige, diese komischen Spinner, die
diese Bedenkenträger. Jetzt kommt die ganz rationale Argumente. Nö, lass mal, ich weiß ja noch nicht, was ich sagen will. Diese möglichen Bedenkenträger, die. Also die Quelle für das Ganze ist das Laboratoire der Physik Subatomique et Cosmologie. Also das ist ein französisches Forschungsinstitut aus dem EDF Research and Development Bereich. Die Franzosen sind für sehr pro-Atom bekannt. Mhm. Für die ist das eine Ideologie. Wenn die der Meinung sind, dass das eine echt schlechte Idee ist, sowas zu bauen, dann würde mich das erstmal bedenklich stimmen. Was sind denn deren Argumente? Was schreiben die da? Ja, die sind halt, sie haben halt... Das ist ein 16-seitiges Wissenschaftspaper. Hast du einen USB-Stick oder sowas dabei? Es wird das gerne unter Punkt 16 okay. In Wikipedia. Gut, dann sag mir das. Jetzt nicht, dass wir diesen 21-Seitigen irgendwie... Also ja, sie haben erheblich verschlechterte Regelbarkeit durch den geringen Anteil verzögerter Neutronen. Das Auskristallisieren von Spaltstoffen könnte zu kritischen Massen führen, macht es Big Badaboom, kennen wir ja von kritischen Massen, mit einer Atombombe. Dann könnte das ist lass mich doch mal ausreden, du bist dann dran. Ja, mach dir Notizen, das macht der Staatssekretär auch immer.